Ach ja, Wochenende. Und zwar ein Wochenende, wo ArenaNet ein gewisses Event, sag ich mal, veranstaltet. Was heißt Event? Eher ein Testwochenende für die kommende Erweiterung, dessen Namen ich gerade vergessen habe. POF halt. Abgekürzt. Und ich will euch mal mein persönliches Highlight dieser Demo zeigen. Und zwar. Ja. Genau, und zwar dieses schöne Rennen hier. Ich bin dabei. Und dieses nette Rennen mit den Dinosauriern. Mein persönliches Highlight von dieser Demo. Ansonsten ist sie teilweise leider etwas schlecht gemacht. Da sind teilweise, ja, Panoramen drin, die man nicht erreichen kann, die aber trotzdem noch irgendwie in der Karte angezeigt werden und bla. Und die Kartenübersicht hier wurde auch nicht angepasst. Also hier oben links, das ist für den ganzen Bereich und nicht für den eingegrenzten von der Demo. Also das ist da nicht verwundern, wenn ihr das selber spielen solltet. Das könnt ihr nicht alles erreichen. Aber ansonsten, ja, kann man so ein paar Kopfgelder annehmen, ein paar Bosse klatschen mit anderen und so Zeug. Und eben dieses schöne Rennen hier machen. Wenn es denn dann gleich startet, das wird immer wieder mal, ja, wird immer wieder mal hier gestartet. Und dann hat man eben 5 Minuten Zeit, sich anzumelden. Und ja, dann geht's eben los. Und allzu viel habe ich jetzt nicht mehr hier gerade zu quatschen, bis es losgeht. Deswegen mal schauen. Ah, da hinten macht doch schon einer mit. Da hinten macht doch schon einer mit, ne? Aber ich werde es vielleicht, ich werde es dann wahrscheinlich spulen und nicht, schneiden, sondern hier eben spulen, dann könnt ihr sehen, wer da alles so, ja, chillig ist und mitmacht bei so einem Quatsch, bei so einem Schwachsinn wie ich gerade, mit dem sich im Dreierkreis drehen und springen. Manchmal machen die Leute nämlich bei sowas mit, das finde ich dann immer ganz witzig. Ja, ansonsten bis gleich, ne? Mann, ihr seid ja langweilig. Dann halt nicht. Dann bleib ich halt stehen. Dann legt sich mein Raptor vielleicht auch nochmal so hin wie die anderen hier. Aber naja. Es geht ja gleich los. Gestern, als ich es mit Katan und Yoshi gemeinsam ein bisschen ausgetestet habe. Ja, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Da haben deutlich mehr Leute mitgemacht. Aber heute sind sie irgendwie alle ein bisschen langweilig drauf. Ist doch doof. Ist doch doof. Manno. Ja, dafür dürfen die gleich meinen Staub fressen. Hoffe ich. Ja, ich sehe schon kommen, ne? Immer wenn man sowas in einem Video sagt, verkackt man danach total. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht passiert. Und ich hoffe mal, dass sie den Bug gefixt haben. Es gab seither zwei neue Versionen. Das wird in Guild Wars dann nämlich immer eingeblendet. Von wegen, eine neue Version ist verfügbar. Euer Spiel wird in 2 Stunden neu gestartet, beziehungsweise in Guild Wars 2. Man will sich ja nicht mit den anderen auf eine Stufe stellen und Guild Wars ist ja nicht gleich Guild Wars 2, deswegen sollte man auch Guild Wars 2 sagen, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ja, Guild Wars 2 und ist eigentlich ganz schön, ne? Also es gab mindestens 2 weitere Versionen da seither. Ob es noch mehr Versionen gab, weiß ich nicht, aber 2 auf jeden Fall und jetzt geht's dann gleich los. Und ja, dann gibt's ein schönes Rennen. Ja, Rennen! Rennen und springen. Und springen und rennen. Jump'n'Run. Kennen wir ja. So, und los geht's. Ich mache das immer gern. Ich drehe mich immer gern mit der Maus eigentlich. Weil das ist angenehmer zum Steuern. Und was man halt machen kann, was man aber gut einschätzen sollte, ist, man kann sich mit dem Sprung immer so ein bisschen Geschwindigkeit verschaffen. Aber man braucht den Sprung natürlich an manchen Stellen auch, um weiterzukommen. Deswegen, wenn man die Strecke schon kennt, dann kann man das natürlich einschätzen. Wenn nicht, dann halt nicht so. Dann sollte man das tunlichst bleiben lassen, weil sonst man hat nicht unendlich Ausdauer, sonst ist die Ausdauer an der Stelle nicht mehr geladen, wo man es dann brauchen könnte. Ich weiß auch genau da hinten an einer Stelle, wo ich es dann nicht machen werde.
Aber das Gute ist, wenn man die Strecke kennt und das macht und jetzt der vorne zum Beispiel gesehen hat, oh shit, der hat mich dadurch fast eingeholt, dann wird der das jetzt auch machen. Und falls er die Strecke nämlich nicht kennen sollte und dem Ganzen nur nachläuft, dann kann es natürlich sein, dass er sich da jetzt ganz schön böse verschätzt und dich dann trotzdem noch aufholen kann. Und das ist halt das Fiese. Das ist halt das Fiese. So, jetzt werde ich nur mal springen. Weil sonst fehlt mir jetzt hier der Sprung gleich. Ach, ich liebe dieses Rennen. Aber ans Rollkäferrennen von Guild Wars 1 kommt es nicht dran. Ans Rollkäferrennen kommt es einfach nicht ran. Das muss man schon mal so sagen. Ja, gut, zur Not zweiter oder dritter ist ja auch okay. So, jetzt nicht mehr springen. Tunlichst nicht mehr springen. Er hat den Fehler gemacht, er ist gesprungen. Das heißt, er wird jetzt vielleicht gleich hängen. Ja. Das ist es halt nämlich. Diese Stelle ist halt extrem fies, aber da kommen noch andere fiese Stellen. Also es ist noch alles offen, Leute. Es ist noch alles offen tatsächlich. Und Jump! Jawohl, jawohl. Voll konzentriert hier. Volle Konzentration. Und wird er es schaffen? Ja, diesmal ordentlich gesprungen. So muss das. Oh, der sitzt mir im Nacken. Der sitzt mir im Nacken, aber einen weiteren Sprung werde ich jetzt nicht riskieren. Weil jetzt kommt diese blöde Stelle, wo man ganz viel springen muss. Wo man dann gerne mal verkackt. Ja. Genau deswegen. Weil dann hat man nämlich die Ausdauer nicht mehr übrig, um lang springen zu können. Den ersten Platz. Komm, wenigstens Dritter. Den zweiten. Und ich müsste jetzt gleich mit Valtesti den dritten haben. Jawohl, wenigstens den dritten. Ja, das ist eben mein persönlicher Favorit in dieser Demo. GG. Und wenn dann hier rechts die Zeit abgelaufen ist, die man hat, um diesen Parcours zu bewältigen, diese 4 Minuten 30 Sekunden, dann ja, kriegt man auch so eine kleine Belohnung hier unten rechts, die dann aber eh wieder verschwindet, weil nichts in der Demo hier gespeichert wird. Es steht hier ja auch, also das ist halt alles nur bisschen antesten und pipapo, aber gerade diese Raid-Tiere, diese Raptoren, die, ganz ehrlich, in Guild Wars war sowas überfällig. Das hat mir in Guild Wars 1 gefehlt, das hat mir in Guild Wars 2 schon immer gefehlt. Es war einfach total ätzend hier ohne Raptor dann, oder was heißt ohne Raptor, ohne Reittier, die ganze Zeit rumzuschleichen wie sonst was. Das war einfach, ja. Das sind sie definitiv. Da schreibt es auch schon jemand, die Raptoren sind Hammer. Aber naja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für dieses Video. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem etwas, ja, seltsamen, nur wartet kommenden Video. Und ansonsten macht's gut. Ciao, ciao. Der NPC ist aber auch nicht auf dem neuesten Stand. Das Rennen hat geendet. Halloho. Egal.